Laura von Pinsel, Schere und Co. aus Hamburg. Die Uhr tickt und tickt und tickt. Mir wird die Zeit langsam ein bisschen knapp, obwohl ich bin noch ganz gut drin. Aber morgen geht's los nach Düsseldorf. Und ich habe noch ein paar Vorbereitungen zu machen. Aber meine Swaps sind jetzt endlich fertig. Und ich habe euch versprochen, während ich weg bin, seht ihr, wie ich die Swaps, meine kleinen Tauschprojekte für Düsseldorf gemacht habe. Und ich habe 29 geschafft. Den 30. basteln wir heute zusammen. Und ich hatte euch ja schon mal so eine kleine Vorschau gegeben. Und das ist mein Swap für Düsseldorf. Mal wieder aufwendig. Ich kann es einfach nicht unaufwendig. Aber es soll ja auch was Schönes sein. Ein schönes Andenken an den Tag. Und davon habe ich jetzt 29 fertig. Mein zweiter Prototyp, da habe ich ein bisschen mit unserem Seidenglanzpapier, seht ihr, es ist ein bisschen vanilliger, gearbeitet. Das war so mein zweiter oder mein erster Versuch. So sollte es ursprünglich sein, bevor ich dann ganz auf das Weiße gegangen bin. Das wird mein Swap sein, den ich an die Schauwand hefte. Habe ich auch schon in meinen Namen drin, damit, wenn man es aufklappt, man sieht, von wem das ist. Und wie das gemacht wurde, das zeige ich euch. Es ist nicht wirklich schwer, es ist ein bisschen aufwendig, aber ihr könnt das auch gut für Hochzeiten zum Beispiel nutzen. Ich habe neulich mal so beim Basteltreff kam so das Thema auf, zeigt doch mal so ein bisschen mehr, so was man auch für Hochzeiten verwenden kann. Hier zum Beispiel wäre das auch ganz gut für eine Silberhochzeit. Ihr könnt das auch für eine grüne Hochzeit. Ihr müsst nur ein bisschen mit den Farben arbeiten, ne? Für eine grüne Hochzeit mit einem grünen Blatt oder für eine goldene mit einem goldenen Blatt, goldenes Band. Da ist euch wirklich, oder mit Wildleder, ne, da ist eurer Fantasie keine Grenze gesetzt, aber das ist so eine universell einsatzbare Karte. Ich finde die echt schön. Ihr könnt zum Beispiel statt des Glückwunsch auch Einladungen nehmen. Ich habe euch neulich schon mal gezeigt, das Stempelset 1 für alles. Mit dem habe ich heute wieder gearbeitet. Daraus habe ich den Glückwunsch. Ja. Aber wir fangen an, wir warten gar nicht lange. Und zwar, ich lege mal die Karte hier oben rein und hoffe mal, dass es jetzt hier nicht unscharf stellt. Ich habe mich heute sogar verletzt. Jetzt muss ich mal hier so ein bisschen wühlen. Was ihr braucht. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen was vorbereitet. Ist erstmal eure Grundkarte. Die habe ich in Flüsterweiß und zwar den extra starken Farbkarton in 11,5 Inch mal 4,1 Inch gefaltet auf 5,75. Das ist eine Hochkantkarte, die sich nach oben aufklappt. Die Zentimetermaße blende ich euch wie immer ein. Das ist die Grundkarte. Darauf habe ich, das sieht man nur ganz schwach, noch einmal eine Lage flüsterweißen Farbkarton, und zwar den dünnen. Der hat die Maße 5,5 mal 3,78 Inch. Und dann braucht ihr noch etwa ein halbes Blatt flüsterweißen Farbkarton, den dünnen, für eure Teile hier drauf. Und ein bisschen Rosenrot und ein bisschen Schiefergrau. Da könnt ihr in eure Restekiste greifen. So, und wir fangen damit ganz mal an. Ich habe schon vieles vorbereitet, damit es hier einfach ein bisschen flüssiger vonstatten geht. Ihr braucht als erstes eure Auflegekarte. Und man sieht auch das nur schwach. Ich hoffe, man sieht es, dass ich hier einmal um den Aufleger drumherum geprickelt habe. Ich mache das ja total gerne. Bin ja so eine Prickeltante. Und jetzt suche ich gerade mal, ach hier. Und zwar habe ich dafür verwendet, unser Perforierset, neue Basics. Und da habt ihr dann so die geraden Linien und die Kreise mit dabei. Hier unsere Etiketten und auch diese Rahmen. Und mit den Stanzen arbeite ich ja nachher noch. Und deswegen nehme ich mir diese Rahmen raus. Natürlich unsere Stempel- und Perforiermatte. Dazu ist sie da. Dann das Perforierlochwerkzeug. Papierlochwerkzeug, Entschuldigung. Und dann legt ihr euch das einmal hier auf, schön, dass es mittig ausgerichtet ist, links und rechts, den gleichen Abstand vom Rand. Und ich nehme hier die zweite Pünktchenreihe von außen und prickel da einmal durch. Ihr könnt da auch nicht zu tief stechen, immer schön in jedes Loch, was in der Schablone vorgegeben ist, einmal ringsrum. Wenn ihr das für 30 Karten macht, seid ihr einer Sehnscheidenentzündung nahe. Und da arbeitet ihr euch wirklich Pünktchen für Pünktchen durch. Das habe ich natürlich vorbereitet. Wenn ich es dann gleich finde. Auf der anderen Seite lag es. Ich habe es gefunden. Also ich habe das schon vorbereitet. Einmal ringsrum geprickelt. Dann können wir das beiseite legen. Sparen uns die Arbeit. Ist für euch eh langweilig. Und hier ist meine Grundkarte. Und das kleben wir einmal schon auf. Und da mache ich es mir jetzt einfach und nehme unser Flingfix Spezialklebeband. Das heute auch gefüllt ist. Ich habe extra vorher noch mal geguckt. Einmal ringsrum und einmal so über die Mitte
da soll es dann tragen. Das wird dann mittig auf die Karte aufgesetzt. Gar nicht mit Abstandsklebepads. Ihr könnt jetzt hier dann nachher nicht mehr ruckeln mit dem Fast Fuse, wenn es klebt, klebt. Ist jetzt ein bisschen groß der Abstand da, ist aber nicht schlimm, fällt nachher eh keinem mehr auf. So, und dann wird gestanzt, ich lege mal die Karte hier mit rein, unsere Motivträgerkarte, dieses Stanzteil. Das ist aus dem Framelit Set Etikett Kollektion, die ich auch sehr gerne mag, weil man schöne Rahmen damit gestalten kann. Und ich habe da den zweitgrößten genommen. Habe mir den einmal aus Flüsterweiß hier sogar den extra starken Farbkarton ausgestanzt. Und das Ganze habe ich dann noch einmal durch die Big Shot gejagt, und zwar mit dem Prägefolder. Und zwar sind das Pünktchenkreationen. Den habe ich quasi hier reingelegt, das Stanzteil zugeklappt und einmal durch die Big Shot geschoben. Und was dann herauskommt, sieht so aus. Ein schön geprickeltes Teil, macht es nochmal ein bisschen interessanter. Und das wird quasi unsere Auflegekarte. Und dafür nehme ich mir, bin ich heute schlecht vorbereitet, unser Garn in Silber und Dimensionals. Und das eine Ende des Garns befestige ich mir schon einmal, indem ich nämlich einen Dimensional drüber klebe. Da ist das Garn. Nehme mir da die Trägerfolie ab und jetzt wickele ich da fleißig einmal, nein, nicht einmal, sondern mehrfach, wild durcheinander um dieses Kärtchen drumherum, so lange bis ihr sagt, jetzt ist gut. Dann wird das Ende da wieder rangesteckt oder rangeklebt, abgeschnitten. Dadurch, dass ich heute so weiß in weiß arbeite, hoffe ich, dass ihr das ganz gut sehen könnt oder trotzdem gut sehen könnt. Und da kommen jetzt ein paar Dimensionals drauf. Also ich habe schon ein bisschen was an Dimensionals verbraten und auch ein bisschen was, ein ganz kleines bisschen an Glue Dots, das seht ihr gleich. Ich habe es mir nämlich einfach gemacht und habe die ganzen Stanzteile mit Glue Dots aufgesetzt, sonst wäre ich ewig nicht fertig geworden. So, und das wird jetzt in die Mitte des Geprickelten gesetzt. Und damit habt ihr dann gleich schon mal ein bisschen Dimension auf eurer Karte. Ich mag das ja echt gerne. So, sieht man, ne? Ein bisschen Dimension drauf. Und jetzt kommt die Hauptarbeit, nämlich diese ganzen Blüten stanzen. Ich mache das dann in einem Rutsch. Ich mache es, wenn ich so Massenproduktion mache, mache ich immer einen Arbeitsgang nach dem anderen. Und da war dann hier das Stanzen. Und da kommt dann bei mir so ein Türmchen bei raus. Und zwar mit allen Stanzteilen. Na, dann habe ich die neben meiner Big Shot stehen und sortiere mir die gleich weg. Und alles gleich 30 Mal. Und ich nehme mir jetzt von jedem mal eins raus. Und kann das ja auch gleich wieder zusammensetzen. So. Sonst haben wir hier nämlich keinen Platz mehr. Das Blümchen noch. Also es besteht schon aus vielen Teilen, aber es ist ja auch eine schöne Karte und soll ja auch was Besonderes sein. Sowas bastelt man nicht jeden Tag. Da braucht man schon ein bisschen Muße für, klar. So, das sind jetzt alle unsere Stanzteile. Und zwar habe ich ausgestanzt aus dem Framelits Formset oder Sinlets oder was auch immer, Botanical Blooms, habe ich ein ganz Teil Stanzteile benutzt. Nämlich diese alle. Ihr seht das auch gleich noch mit den Blüten, welche ich benutzt habe. Und alles aus Flüsterweiß, bis auf diesen kleinen Farn, den habe ich aus Schiefergrau ausgestanzt, damit so ein bisschen ein Eyecatcher mit drauf ist. Da kommen wir gleich noch zu. Und jetzt setzen wir das einfach nur zusammen. Diese beiden Blätter, dieses Farnblatt und auch das Monstera-Blatt, habe ich nochmal gestempelt in Schiefergrau, im Farbschema bleibend, mit dem Set Botanical Blooms. Einfach die Äderchen in Schiefergrau drauf, damit es nicht ganz so weiß ist. Einfach nur so ein bisschen als Hingucker, ein bisschen Auflockerer. So, und jetzt kommen die Glue Dots. Ich kann nicht ohne sie. Jetzt wird das Ganze einfach nur mal so zusammengesetzt. Dann kommt hier unten auf das Farnteil ein Glue Dot. Und das soll auch wirklich so fluffig wirken, deswegen mache ich nur hier nochmal einen kleinen Punkt Flüssigkleber auf den Farn, der mir das Ganze da dann fixiert. Der Rest wird einfach gar nicht geklebt. Das soll ja so ein bisschen fluffig sein.
Dann kommt das Monstera-Blatt, das knicke ich ein bisschen in der Mitte. Das kriegt zwei Glue-Dots hinten drauf. Wird dann hier mit dran gesetzt, damit wir da so einen Tuff bilden. Und diese Blüten, die sind ja so schön, so zweigeteilt. Das blüht die. Jetzt ist mir glatt eins kaputt gegangen. Zu doll gezogen. Aber ich habe es kommen sehen. Also, die sind ja so zweigeteilt, ne? Das äußere Blatt und das innere Blatt. Und das ziehe ich jetzt vorsichtig über mein Falzbein und schaffe so ein bisschen Bewegung in die Blüte. Biege die Blätter ein bisschen hoch. Und das mache ich auch mit dieser kleinen Blüte. Die ist ja nach dem gleichen Schema gemacht, also auch dieses zweigeteilte. Ich mag die total gerne. So, und jetzt kommt noch mal einmal unser silbernes Garn. Das wickel ich mir so 3-4 Schlaufen um 2 Finger. Ups. Können auch 5 sein. Ihr könnt das auch über 3 Finger wickeln, das ist euch überlassen. Und die klebe ich mir einmal auf einen Glue Dot. Ups, jetzt habe ich ihn am Finger kleben. Dann lasse ich ihn da auch gleich drauf und setze den samt Garn hinter die Blüte. Nehme noch einen Glue Dot auf in die Mitte dieser Blüte und setze die Blüte dann zusammen mit dem Garn einmal auf die Arbeit. So, es entwickelt sich. Jetzt kommt der Farn. Der kriegt auch 2 Glue Dots hinten dran. Wird hier hinter die Blüte geschoben. Jetzt arbeiten wir uns optisch so ein bisschen an der Seite hoch. Da kommt dann diese andere Blüte hin, was auch immer es für eine sein soll. Eine exotische jedenfalls. So. Und dann haben wir noch diese Blüten mitten uns mit ausgestanzt, diese große. Die kommt natürlich auch auf die große Blüte. In die Mitte. Dann diese kleine Spirale. Die setze ich auf die andere Blüte. Und jetzt kommen wir zum Spruch. Da habe ich mir Farbkarton in Rosenrot genommen. Geschnitten habe ich mir jetzt hier ein Stück. Die Breite ist 0,9 cm. Die Länge waren jetzt hier 7,5 cm. Ihr seht, ihr braucht die ganze Länge nicht. Und das habe ich dann, diesen Spruch Glückwunsch, habe ich in Weiß darauf embossed. Und das, was jetzt da übersteht oder zu lang ist, das schneide ich mir einfach ab. Einfach gerade abschneiden. Und klebe mir das dann auch nochmal mit 2 Glue Dots auf die Arbeit. Hier so ein bisschen dazwischen. Soll ja auch interessant sein. So. Da, wie ihr es gerne hättet. Ne? Also die Blüte ist jetzt hier verdeckt. Das ist nicht so schlimm. Und dann haben wir noch diese andere kleine Blüte. Die kommt dann hier oben hin. Und da habe ich dann noch eine kleine, diese süße kleine. Die erinnert mich immer so ein bisschen an unsere alten Itty Bitties. Aber sie hat wesentlich mehr Schwung. Ist so eine Mischung aus den alten und den neuen Itty Bitty Blüten. So, fast fertig. Fehlt natürlich noch ein bisschen Bling Bling. Muss ich mal gucken, wo ich mein Bling Bling habe. Hier habe ich ein Bling Bling. Ich habe es mir schon rausgeholt. Das ist, wenn man sich das hier zurechtlegt und es dann doch nicht findet. Da haben wir es. So. Da nehme ich mir ein großes Bling Bling. Für die große Blüte. Ein mittleres. Für die mittlere Blüte. Und ein kleines für die kleine Blüte. Und damit ist mein Swap fast fertig. Was beim Swappen wichtig ist, es muss natürlich nochmal ein Vermerk hin, woher oder wer dafür verantwortlich ist für dieses kreative Teil. Da nehme ich dann Rosenrot und stempel natürlich wie auf allen meinen Karten meinen Schriftzug auch mit meiner Webadresse. Hinten drauf, wer mehr über mich erfahren will, kann ja dann aufs Web, auf meine Internetseite gehen.
mit Schiefergrau stempel ich dann noch den Stampin' Up Stempel, weil ich habe ja hier Stampin' Up Produkte verwendet, ausschließlich Stampin' Up Produkte. Ich habe auf meine Pailletten zum Beispiel auch verzichtet. Die sollten ursprünglich auch noch mit drauf und da habe ich gedacht, nee, das wird jetzt definitiv zu viel. Und dann habe ich noch, die haben wir auch, diese transparenten Umschläge. Die habt ihr wahrscheinlich noch gar nicht wahrgenommen. Da passt diese Karte haargenau rein. Da passt kein Umschlag mehr mit rein. Und dann ist hier so ein Klebemittel dran. Und fertig ist mein Swap. So kommt er jetzt mit in die Kiste. Ich bin schon ganz gespannt, was ich mir erswappe dafür, was ich mir ertausche, welche Projekte ich dann mitbringe. Die zeige ich euch natürlich auf alle Fälle auch noch. Die kommt jetzt hier mit rein, die Karte. Freut sich morgen jemand drüber, übermorgen. Und die Karte ist ein bisschen angeschmuddelt, ist mein Prototyp, die bleibt bei mir zu Hause. Weil ich möchte ja auch bitte nochmal was von meinem Swap haben. Ja, und damit verabschiede ich mich. Ich bin natürlich schon unterwegs, gucke mir die ersten Veranstaltungen an und habe natürlich schon ganz viele Mädels getroffen. Wahrscheinlich haben die, leben diese Swaps jetzt, auch wenn ihr das Video seht, schon gar nicht mehr. Also zumindest nicht mehr bei mir. Und in dieser Kiste befinden sich ganz viele andere Ideen. Die zeige ich euch, wie gesagt, wenn ich wieder da bin. Und ja, ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt kreativ. Tschüss aus Hamburg. Tschüss.